Servus, Grüezi und Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge hier bei uns auf der Map Neu-Mini-Brunnen. Schön, dass du mit dabei bist. Ich bin der Badenfarmer und freue mich. Wir stehen hier vor unserem Steier und werden jetzt hier mal den Schwader ankoppeln. Denn auf unserem Grasfeld ist ja der kleine Waltra unterwegs und macht Heu. Auf dem Teil der Wiese und auf dem anderen Teil, da werden wir jetzt dann schwadern. Ups, da ist mir nichts vors... Naja, gut, also wir werden hier jetzt ein bisschen schwadern, um eben Gras einzusammeln. So, er hier ist flott am Grubbern und macht unser Kartoffelfeld parat, damit wir es dann demnächst mit Gerste, dann ansehen können. Und er, wie gesagt, macht die letzten Bahnen, das können wir dann auch schnell selber machen, die letzten Bahnen hier Heu. Und dann können wir mit dem anderen Kollegen, mit dem Steier, können wir dann die Schwad machen. Dann werden wir mit dem Waltra und dem Ladewagen das Material einsammeln. Sehr schön. Yep. Wir klappern ein. Und wie ich gesehen habe, und das kann ja hier bei dem Gerät nicht schaden, haben wir ja auf dem Hof sogar neben der Tankstelle und der Werkstatt auch schon einen Percher. Wunderbar, da machen wir ein bisschen Maschinenpflege. Wir gucken mal, ob wir auch genügend Wasser haben. So, da sind wir. Klappt doch. Sehr schön. Sehr gut. Na. Wich. Wich. So. Dann bringen wir mal hier den Wender in die Halle. Haben wir überhaupt Platz? Ja, doch, haben wir noch. Die Wichte bleiben ja sowieso dann später draußen. Ups. So, das wollte ich eigentlich. Nee, das. Na. So. Vorwärts mit rückwärts verwechselt, hm? So. Ablassen. Gut. Dann können wir mit dem schon mal zum Ladewagen fahren. Und können da schon mal alles vorbereiten. Ja, der verträgt dann später auch den Dampfstrahler mit Sicherheit. So, und angekoppelt. Motor aus. Und können mal in der Zwischenzeit hier unserem Charlie, so habe ich ihn jetzt getauft, mal ein bisschen Futter geben. So, da kommt er doch angerannt. Ja, Charlie, ja, schöner und feiner Hund. So. Ah, herrlich. August, die Sonne scheint. Da macht doch die Feldarbeit richtig Spaß. Gut, dann legen wir mal los und schwadern hier ein bisschen über die Wiese. Sehr schön. Ja, da ist der stark genug hier, der Steier. Da kann er seine Arbeit auf jeden Fall machen. So. Ganz schön uneben die Gegend hier. Ja, ich glaube, die Hecken haben Kollision. Da muss man ein bisschen aufpassen. So, dann hier lang. Das müsste eigentlich so passen. Yep. Was mir gerade einfällt, was wir noch gar nicht gemacht haben, ist ja für Precision Farming erfasst den Feldzustand. Muss ich jetzt gerade mal schauen. Einen Blick. Kann man mal kurz stehen. So. Precision Farming. Ne, da haben wir ja noch gar nichts gemacht, oder? Er zeigt hier schon was an. Aber natürlich nicht die Bodenart. Da müssten wir eigentlich erst nochmal... Ja, natürlich, da müssten wir erstmal
was tun. Da oben haben wir noch das Feld mit den Sojabohnen, die wir ja dann auch, wenn sie reif sind, ernten werden. Und was wir auch, wenn wir gerade mal hier in der Gegend sind, mal machen könnten, wäre mal schauen, was wir eigentlich für Aufträge haben. Hier gibt es ein paar Ernteaufträge, Spritze haben wir gar nicht. Düngen könnten wir machen, aber Ballen pressen, ja, nee. Ja, doch, müssen wir mal schauen. Also gut, ein paar Aufträge werden wir mit Sicherheit hier in der Zwischenzeit auch machen müssen, weil das, was wir jetzt im Moment hier an Material haben, an Gerätschaften und an Feldern und so weiter, das ist keine abendfüllende Veranstaltung. Mit Sicherheit nicht. So. Okay. Soweit, so gut. Dann fahren wir mal hier hoch und machen eine Spat als Grenze. So. Ja, da wird zwangsläufig ein bisschen Heu mit drin sein, aber das soll uns nicht weiter stören. Okay. So, jetzt noch einmal hier die Kurve und dann gehen wir in die nächste Bahn. Gut. Na? Yep. Ich glaube, das reicht nicht ganz für eine Schwad, aber wenn wir nochmal rüberfahren, nehmen wir die andere einfach mit, dann haben wir drei Schwaden und das passt dann. Ist das überhaupt der Plural? Schwaden? Drei Schwaden? Drei Schwarz? Man weiß es nicht. So. Gut, das müsste so passen. Sehr schön. Okay. Ja, ist doch eine schöne Wiese. Finde ich einfach toll hier, so mit den Bäumen, hinten dran die Häuser. Ups, aber ein bisschen aufpassen muss man trotzdem beim Fahren. So. Kriegen wir auch noch mit rein. Sehr gut. So. Das passt so. Jetzt noch hier. So. Dann haben wir zumindest schon mal das Gras. So. Und das werden wir schon mal einsammeln hier mit dem Ladewagen. Und wenn wir dann damit fertig sind, machen wir die Schwad. Stopp. Auto aus. Dann machen wir die Schwad vom Heu und sammeln das ein. Und da oben haben wir ja immer noch das Stroh, habe ich leider noch nicht eingesammelt. Das machen wir dann anschließend. Aber jetzt gehen wir erstmal hier rein. Gehen mal ganz kurz auf die Karte. So, so rum wäre es schneller gegangen. Ja, der Kollege ist da oben noch zugange. Ja. Das passt. Und Robert schön fleißig für uns. So. Würdet ihr jetzt mal einfach. Danke. So. Noch ein Stück zurück. Ablassen und los geht's. Sehr gut.
durchs Oberfenster kann man schön die Berge sehen. Ja, ganz toll. Sehr, sehr schön. Das gefällt mir sehr, sehr gut. So, 49%. Jetzt gucken wir mal, wie wir hier um die Kurve kommen. Ob wir alles mitnehmen. Ja, passt. Ja, dann denke ich, kriegen wir mindestens 2 Wagenladungen in Silo. Und das bringt uns dann 32.000 an Silage. Und damit müssten wir eigentlich dann auf jeden Fall rumkommen. Nicht schlecht. So. Ja, da werden sich die Wukus da drüben sehr, sehr freuen, wenn es lecker, lecker, lecker Futtermischrationen gibt. So. Hier durch den Parcours zu unserem Silo. Und dann werfen wir das Material ein. Und dann können wir eigentlich die Produktion schon starten. So. Und hier ist die Produktion. Ach, stimmt, wir haben ja ein Gewächshaus. Ja, das werden wir dann auch mit Wasser. Ein Wasserfass haben wir ja. Dann können wir auch demnächst Wasser holen und schauen, wo man das Wasser holt am besten. So, Grassilage. Gras, Stroh 76, Gras haben wir drin. Können wir starten und machen damit Silage. Und die nächste Fuhre. So, das setzen wir hier an. Bingo. Und dann fahren wir mal da hoch. Also, keine Ahnung, was sich die Tiere dabei denken. So, hier rum. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass mir diese Map richtig gut gefällt? Wenn nicht, dann würde ich kurz erwähnen wollen, dass mir diese Map richtig gut gefällt. Ja, dann wäre das auch geschwätzt. So. Und wieder zumachen. Und die Kurve rum. So, dann nehmen wir hier das Gras mit. Und dann kriegen wir doch 2,5 Wagenladungen Gras, so wie es aussieht. Das ist dann ordentlich. Doch, das Feld gibt einiges her. So, das bringen wir schon mal weg. Naja, gut. So, da drüben ist unser Charlie, der Mäuse jagt, der Mäuse sucht. Und ablassen. Hm? Nee. Zurück. Das hat dann nicht funktioniert. So, ablassen, einschalten, jetzt geht's los.
So, wunderbar, Freunde. Dann hätten wir jetzt die erste Fuhre Gras. Und dann kommen wir ja richtig gut. Och, Leute. Dann kommen wir hier ja richtig gut vorwärts. So. So, mal schauen, ob das jetzt besser aussieht. Na, irgendwas fehlt hier. An den Texturen, an der Animation. Naja, gut. Wir schauen mal kurz, was er hier macht. Oh. Ja, okay. Ich glaube, der braucht ein bisschen Hilfe. Ja. Die letzte Bahn fahren wir noch zusammen. So. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Ist das hier ein Grasfeld? Das wäre ein Grasfeld, oder? Ja, das ist ein Grasfeld. Okay. Können wir uns ja mal Gedanken machen, was wir dann zukünftig oder wo wir dann noch zukünftig investieren. Aber wie gesagt, wenn ich mit einem kurzen Blick auf den Kontostand 36.000, ist jetzt natürlich eigentlich nicht darüber nachzudenken. Außer wir wollen uns natürlich verschulden, noch einen Kredit aufnehmen, dann wäre das eine Option. Aber ich glaube jetzt erst mit dem einen Grasfeld kommen wir auf jeden Fall erstmal über die Runden, über den Winter. Denn August, September, Oktober, eventuell können wir noch einen zweiten Schnitt machen. Wäre nicht verkehrt. Dann müssten wir auf jeden Fall genügend Material haben, um unsere Kühe über den Winter bringen zu können. So, er hier ist soweit fertig. Dann bringen wir ihn hier zurück. Und während wir ihn hier zurückfahren, darf ich mich recht herzlich bei euch bedanken für das Interesse an dieser Folge. Neu-Mini-Brunn, eine wunderschöne Map. Da haben wir gerade das Flugzeug über uns gesehen, den Schatten. Und ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Ich freue mich jedenfalls, jedes Mal hier auf dieser Map arbeiten zu können. Ich sage recht schönen Dank. Der Baden-Farmer bedankt sich bei euch mit einem Tschüss, Ciao, Cheerio.